Am 14. Januar 2020 hatten wir die Gelegenheit, an einem Virtual Reality Event in der Stadtbücherei in Münster teilzunehmen. Die Besucher und Besucherinnen konnten kostenlos 20 Minuten lang die virtuelle Realität erleben und erkunden. VR-Technologie bietet viele Möglichkeiten. Von Achterbahnfahrten und Besuchen in Museen bis hin zu Reisen in ferne Länder. Wir haben die Veranstalter gefragt, wie sie auf die Idee kamen, dieses Event zu veranstalten. Ja, wir als Stadtbücherei haben natürlich den Anspruch, unseren Bürgerinnen und Bürgern neue Technik zu präsentieren. Und Virtual Reality ist auf jeden Fall eine schöne Möglichkeit, mal in andere Welten abzutauchen. Das ist für Jung und Alt gleichermaßen attraktiv. Die Jungen sind eher so an dem spielerischen Element interessiert. Die älteren Menschen wollen natürlich gerne mal irgendwie eine 360-Grad-Begegnung haben in einer Stadt ihrer Wahl, wo sie nicht unbedingt in den Urlaub hinfahren können, um einfach mal zu gucken, wie geht diese Technik, was kann man da erleben. Das ist eigentlich eine schöne Möglichkeit. Nicht jeder kann sich etwas unter VR vorstellen. Daher wollten wir wissen, wie man das beschreiben kann und was das Besondere daran ist. Also beschreiben kann man das eigentlich nicht, sondern man muss das wirklich erleben. Es ist schon so, dass ich das Gefühl habe, bei manchen Geschichten wird das Gehirn regelrecht ausgetrickst. Gerade wenn es so darum geht, so Achterbahnfahrten zu erleben, hat man wirklich auch das Gefühl, da passiert was im Bauch. Also man hat auch so ein Kribbeln und auch Höhenangst kann zum Beispiel simuliert werden. Also das ist schon wirklich ein besonderes Erlebnis. Vorstellen, dass zum Beispiel auch in Zukunft in Therapiesettings VR geeignet ist, um zum Beispiel Phobien zu bekämpfen, um so eine Möglichkeit herzustellen, auf Distanz bestimmte Dinge wieder erfahrbar zu machen. Und das ist eigentlich ganz schön. Anschließend fragten wir einen Besucher, wie er seine Erfahrung mit VR fand und was ihm am meisten gefallen hat. War sehr interessant. Also ich habe auch schon häufiger mal eine VR-Brille angehabt, aber nie sowas in der Richtung gespielt, wo ich wirklich mehr Interaktionsmöglichkeiten mit meiner Umgebung habe. Und es ist ein ungewohntes Gefühl, weil du halt Dinge um dich herum siehst und du bewegst dich auf Arten, die du halt merkst, die nicht real sind. Also so, man kann es schwer beschreiben, ohne es erlebt zu haben. Ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, weil es eine sehr interessante Erfahrung ist. Mir hat am meisten daran gefallen, dass ich so eine Tatenfreiheit hatte. Man hat halt einfach eine Oberfläche, auf der man sich bewegen kann und selbst halt alles Mögliche machen kann. Vor allem das war ja einfach so ein Jobsimulator, was ich jetzt hier ausprobiert habe. Und der... es liegt halt überall Zeug rum. Ich habe die ganze Zeit einfach nur Dinge über Wände geworfen, einfach weil ich die Möglichkeit hatte, das zu tun. Und das finde ich halt sehr schön. Man hat sehr, sehr spielerischen Freiraum. Man kann also ein Auge auf VR behalten. Es ist immerhin eine vielversprechende Technologie, die noch viele Veränderungen mit sich bringen kann. In der Zwischenzeit kann man jeden Dienstag von 15 bis 17 Uhr in der Stadtbücherei im Gaming-Raum reinschnuppern.